Nom, nom, nom. Burger. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, demnächst gibt es bei McDonald's tatsächliche Bücher. Und zwar ab 31.08. gibt es zu jedem Happy Meal dazu ein Kinderbuch. Und ich habe mal auf meinem Blog ein bisschen rumgefragt, wie ihr diese Idee so findet. Und der Großteil von euch fand es einfach super. Und ich muss sagen, ich schließe mich da einfach mal an. Ich finde, das ist eine geniale Idee. Viel besser als dieses billige Plastikspielzeug, was man sonst im Happy Meal hat. Und vielleicht kommt ja das ein oder andere Kind so zum Lesen. Und wenn ich 8 Jahre alt wäre, dann würde ich auf jeden Fall sofort dahin rennen und mir ein Buch holen. Ja, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch, dass es den ganzen Spaß auch für Erwachsene gibt, findet ihr nicht? Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen aus dem Alter raus, wo ich das mit dem Kinderbuch anfangen kann. Und deshalb wäre mein Vorschlag an McDonald's, falls das also hier jemand zufällig sieht, der bei McDonald's ein ganz hohes Tier ist, zu jedem Menü gibt es dann demnächst doch bitte einfach ein Exemplar von... Ja, was haben wir denn mal hier? Shades of Grey dazu. Was haltet ihr davon? Nein, okay, das war jetzt auch eher mein lamer Versuch, eine Überleitung zu machen. Denn ihr könnt sehen, ich habe mir Shades of Grey gekauft. Und damit habt ihr jetzt offiziell das Ankündigungsvideo, dass ich eure Kommentare zum Buch möchte. Wenn ihr es gelesen habt, würde ich gerne wissen, wie fandet ihr es? Fandet ihr es super oder scheiße? Oder seid ihr einfach nur vom Hype genervt und findet, das Buch ist überhaupt keine Erwähnung wert? Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann würde ich gerne wissen, warum nicht? Habt ihr keinen Bock drauf? Nervt es euch, dass es überall besprochen wird? Oder seid ihr nur noch nicht dazu gekommen? Wann das Video kommt, kann ich noch nicht sagen. Aber wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, dann geht es natürlich auch schneller. Und wer von euch einen Blog hat oder ähnliches, kann das auch gerne dazu schreiben. Erwähne ich dann auch. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir zu einer vernünftigen Diskussion über das Buch kommen werden. Und Shades of Grey soll ja auch verfilmt werden. Und darüber komme ich jetzt dazu, dass ich heute Abend noch ins Kino gehe. Und zwar darf ich glücklicherweise in die Preview von Das Kind. Das ist der Thriller von Sebastian Fitzek, kennt ihr bestimmt alle. Und falls nicht, dann lest das Buch unbedingt, das ist nämlich extrem gut. Und ich bin sehr gespannt auf den Film, denn der Trailer sieht schon mal extrem gut aus. Und das Buch hat mir auch gefallen, von daher kann das ja eigentlich nur gut werden, oder? Ich werde auf jeden Fall darüber berichten und dann ein kleines Video zusammenstellen. Vielleicht schaffe ich es ja, Leute zu interviewen hinterher, wie sie den Film fanden. Ansonsten kriegt ihr auf jeden Fall von mir ein Vergleich Buch-Film. Und der Film läuft in Deutschland offiziell am 18. Oktober an. Und deshalb bin ich gerade so glücklich, dass ich ihn schon heute Abend sehen darf. Ich bin schon heute. So viel zu meinem Vlog diese Woche. Wir sehen uns am Serpensonntag wieder. Da gibt es dann ein neues Video von mir, das wieder in der Art von Leser sind Langweiler ist. Und ich habe mir unglaublich viele blaue Flecken beim Dreh zugezogen. Ihr werdet sehen, warum. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir sehen uns. Ciao! Boah, schmeckt das Ding scheiße. Obwohl auffällt, dass ich mir die Nägel nicht mehr ablackiert habe. Ah nein, jetzt habe ich vergessen zu sagen, dass ich ja auch noch das verbotene Eben gekriegt habe. Ganz schlau.